Liebe Kinder, ich wurde Ende 1968 geboren. Eine Zeit, in der man noch ohne Sorge auf der Straße spielen konnte, weil die Anzahl der Autos überschaubar war. Wir spielten im Wald, fuhren Fahrrad ohne Helm und mussten nach Hause kommen, wenn die Straßenlaternen angingen. Die Väter gingen zur Arbeit und die Mütter kümmerten sich um Kinder und Haushalt. Ein Auto fuhr man mit Stolz, da man es damals nur bar kaufen konnte, weil die Konsumentenkredite noch kein Thema waren und Schulden etwas Anrüchiges waren. In unserem Dorf gab es einige Männer, die nur ein Bein oder nur einen Arm hatten. Das waren die ehemaligen Soldaten, die für unser Land gekämpft haben. In der Schule und auch zu Hause wurden wir dazu erzogen, ältere Menschen zu grüßen und mit Anstand zu behandeln. Wenn wir durch Europa gereist sind, mussten wir Währungen wechseln und Grenzen überqueren. Wir durften noch das wahre, das schöne und vielfältige Europa kennenlernen. Liebe Kinder, ich mache mir Sorgen um euch. Ihr habt das Los der späten Geburt gezogen und wisst nicht mehr, was Freiheit ist und dass man diese verteidigen muss. Ihr wisst nicht mehr, was es heißt, stolz auf das Land seiner Väter zu sein. Ihr wisst nicht mehr, was Respekt bedeutet und wisst auch nicht mehr, wie man einen Bach aufstaut und Kaulquappen züchtet. Und die meisten von euch wissen auch nicht mehr, dass es anderes als eine Kanzlerin Merkel geben kann. Ich mache mir Sorgen um euch, weil ihr auf die falschen Leute hört. Sie träufeln euch Gift ins Ohr und setzen euch Scheuklappen auf, zwingen euch mit geheuchelter Liebe und der schneidenden Waffe des Toleranzanspruches ihren Willen auf. Ihr sollt nicht sehen, was wirklich passiert. Und das funktioniert auch ganz einfach, denn ihr kennt es ja nicht anders. Das, auf welches wir Älteren mit Entsetzen reagieren, ist für euch schon vollkommen normal. Deswegen sage ich euch ganz deutlich: Polizisten mit Maschinenpistolen auf dem Weihnachtsmarkt sind nicht normal. Millionen von Menschen aus Afrika und dem Nahen Osten in unserem Land sind nicht normal. Jeden Tag 10 Messerattacken sind nicht normal. Ein Tatort, der eine real existierende Partei in die Ecke rechter Bombenwerfer bringt, ist nicht normal. Aber ihr habt euch daran gewöhnt. Ihr kennt es kaum anders. Und deswegen mache ich mir Sorgen. Ihr versaut euch gerade euer Leben. Und was noch schlimmer ist, ihr versaut euren Kindern und unseren Kindeskindern das Leben. Und das tut ihr, indem ihr auf die falschen Leute hört. Die falschen Leute, das sind die Leute wie mich, als Rechte bezeichnen. Wir, die wir um 1968 geboren wurden, haben die Verletzungen, die der Krieg angerichtet hat, noch gesehen. Wir waren umgeben von lebenden Zeitzeugen. Ganz anders als ihr heute, die ihr darauf bauen müsst, dass die Geschichtslehrer nicht lügen und die Medien euch keinen Mist erzählen. Wir machen uns Sorgen um euch, weil ihr die Opfer einer seit Jahren laufenden Umerziehung seid. Die, die heute vor dem Dritten Reich und den Nazis heutiger Zeit waren, sind dieselben, die heute eure Nachrichten manipulieren, die euren Schulunterricht ideologisch prägen und die euch zu willfährigen Werkzeugen einer Politik machen, an dessen Ende nur Krieg stehen kann. Das ist der Krieg untereinander, das ist der Krieg zwischen den europäischen Ländern und den Krieg der einen Religion gegen die andere und der Krieg der Großkonzerne gegen das kleine mittelständische Unternehmen. Ihr hört auf Menschen, die sozial im Namen tragen und das Gegenteil tun. Wir, die wir euch wachrütteln wollen, sind nicht böse. Wir sind keine Nazis. Wir sind nur Menschen, die die Vergangenheit kennen und die Zukunft sehen. Es geht uns darum, dass man eine Zukunft gestaltet, die für unsere Kinder und eure Kinder und dann deren Kinder in Deutschland lebenswert ist. Das Gegenteil ist der Fall. Glaubt mir bitte eins, liebe Kinder. Multikulti, offene Grenzen, bedingungsloses Grundeinkommen, Islam ist Frieden, Klimawandel bekämpfen, ein Vereinigte Staaten von Europa und all der andere Blödsinn ist das exakte Gegenteil einer sicheren Zukunft, in der man gerne leben möchte. Das schwöre ich euch in die Hand. Lasst euch nicht erzählen, dass dies hier und heute das beste Deutschland aller Zeiten ist. Das ist es nicht. Wir haben heute echte Armut im Land. Wir haben Gewalt bis zum Abwinken und wir haben einer Religion Tür und Tor geöffnet, die uns nicht liebt und der wir zum Opfer fallen werden, mit allem, was uns lieb und teuer ist. Wir werden von Menschen regiert, denen dieses Land und damit auch ihre Kinder nichts bedeutet. Sie verfolgen eine Ideologie und sie gehen dabei auch ganz problemlos über eure Leichen. Sie sind die, vor denen man warnen muss. Ihr müsst nicht auf mich hören. Ihr werdet es wahrscheinlich auch nicht.
aber speichert diesen Brief an euch ab und setzt den Kalender in eurem Handy auf den 18.12.2037. Ich bin dann möglicherweise schon tot und meine letzten Worte werden wohl sowas sein, wie das, was alle alten Menschen so von sich geben, wenn sie auf dem Sterbebett liegen. Ich hatte eine gute Kindheit, aber ich mache mir Sorgen um euch. Vielleicht lebe ich aber auch noch, sitze in einem Sessel und höre draußen das Knattern von Maschinengewehren und eure vom Lungenblut erstickten Schreie und murmle sowas wie, selber schuld, ihr seid alle Idioten. Und dann mache ich mir ein letztes Bier auf. Vielleicht kommt ja auch alles anders und ihr habt recht und wir Unrecht. Aber während ich das schreibe, muss ich lachen. Denn so wird es nicht kommen. Wir werden Recht behalten, ihr nicht, und das macht mir Sorgen. Passt auf euch auf. Denn wir sind irgendwann weg, wir Kinder der geburtenstarken Jahrgänge. Wir müssen euch die Gestaltung der Zukunft überlassen. Und das ist wirklich besorgniserregend.